Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Dies ist die Nacht, die leuchtet wie der Tag. Himmel und Erde verbinden sich. Gott und Mensch sind wieder eins. Das Licht des Lebens, Jesus Christus, leuchtet in unsere Finsternis. Lasst euch und der ganzen Welt verkündigen: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Freut euch, ihr Menschen, und jubelt mit allem, was da ist. Von den Chören der Engel bis zum Geringsten auf Erden. Denn das Licht des Lebens leuchtet uns neu. Geschwunden ist das Dunkel, das die Welt bedeckt hat. Freut euch mit der ganzen Kirche inmitten der Gläubigen an allen Orten und zu allen Zeiten. Schaut an das österliche Licht, das Zeugnis gibt vom Sieg des Lebens. Sieht, wie es Mut macht mit stillem Glanze. Nehmt wahr, Christus, den Ersten und den Letzten und den Lebendigen, der tot war und siehe, er lebt in Ewigkeit. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Frohe Ostern wünschen wir euch allen hier aus der Martinskirche, zu euch aufs Sofa, vor den Bildschirm oder wo auch immer ihr sitzt. Wir freuen uns, dass wir auf diesem Wege mit euch gemeinsam Gottesdienst feiern können und dass wir so zusammen das Licht von Ostern, Jesus Christus, begrüßen können. Und so fröhlich soll es auch gleich weitergehen mit unserem ersten Lied, Lied Nummer 100 im großen Gesangbuch, Wir wollen alle fröhlich sein.
Der Herr tut dir Gutes. Mit dieser kleinen Überschrift ist der Psalm 116 überschrieben im Gesangbuch. Genau der richtige Psalm für den heutigen Ostersonntag, den wir gemeinsam beten wollen. Sie finden diesen Psalm unter der Randnummer 746. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, meine Augen von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk. In den Vorhöfen am Hause des Herrn, in dir, Jerusalem. Halleluja. Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vater im Himmel, wir feiern, was wir eigentlich kaum begreifen können. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten, dass aus seinem Ende am Kreuz ein neuer Anfang wurde, dass Hoffnung dort zu wachsen begann, wo alles verloren erschien, dass neues Leben den Tod besiegt hat, das ist das unbegreifliche Wunder dieses Morgens. Guter Gott, lass uns erkennen, was wir hoffen und zu leben werden, was wir hören. Öffne uns für dich und dein Licht mitten unter uns, damit es Ostern werden kann in unseren Herzen, heute und an jedem Tag unseres Lebens. Öffne unsere Augen für das, was du mit uns und mit dieser Welt vorhast. Öffne unsere Ohren, damit wir dich hören, wenn du mit uns redest. Danke, dass du so ein großes Herz für uns hast und dass du uns hörst, wenn wir dir im Stillen all das sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Herr, zeig dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh, du wirst allein ganz recht behalten, drum mach uns still und rede du. Amen. Die Schriftlesung für den heutigen Ostersonntag ist die Ostererzählung aus dem Johannesevangelium, Johannesevangelium Kapitel 20. Dort wird Folgendes berichtet. Am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein vor der Grabkammer weggenommen war. Sie lief fort und kam zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus besonders liebte. Denen berichtete sie, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf und kamen zum Grab. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger lief voraus. Er war schneller als Petrus und kam zuerst ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinentücher dort liegen. Aber er betrat die Grabkammer nicht. Als Simon Petrus nachkam, ging er gleich in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden dort liegen und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das lag aber nicht bei den Leinenbinden. Es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Nun ging auch der andere Jünger hinein,
der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Auf diese frohe Osterbotschaft antworten wir mit dem Osterruf: Christ ist erstanden. Im großen Gesangbuch die Nummer 99. Liebe Schwestern und Brüder, eine Mutter geht mit ihrem kleinen Sohn über den Friedhof. Die Sonne scheint, überall blühen Frühlingsblumen, die Vögel zwitschern. Da sieht sie in einiger Entfernung seitlich am Weg ein frisch ausgehobenes Grab. Sie denkt: Oje, bestimmt sieht der Kleine das auch, und dann fragt er, wofür diese Grube da ist, und ich muss ihm das dann mit dem Tod erklären, und das macht ihn dann sicher ganz traurig. Der Sohn aber, der geht an dem Grab vorbei, ohne groß Notiz davon zu nehmen, und dann sagt er: Schau mal, Mama, da ist schon wieder jemand auferstanden. So ist das mit dem leeren Grab. Da scheint einer gut aufgepasst zu haben im Rallye-Unterricht, oder? Und apropos Rallye-Unterricht und Ostern, welche Geschichte, welche Begebenheit würde Ihnen denn als erstes in den Sinn kommen, wenn Sie jemand bitten würde: Erzähl mir doch mal eine Ostergeschichte. Also keine Osterhasengeschichte, sondern eine Auferstehungsgeschichte. Was würde Ihnen da als erstes einfallen? Vermutlich wären es verschiedene Geschichten, verschiedene Varianten. Es gibt ja auch einige Ostergeschichten in der Bibel, aber ich vermute mal, eine Geschichte vom leeren Grab würden die meisten Gefragten erzählen. Wie die Frauen morgens zum Grab gehen, wie sie dort den Engel treffen, der ihnen verkündet: Was sucht ihr, den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und wie die Frauen dann voller Freude zurück zu den anderen Jüngern laufen. Das wäre vielleicht so eine Kurzversion, eine bekannte Ostergeschichte. Ostern, das Grab ist leer. So könnte man das noch kürzer zusammenfassen, aber wenn man es genau bedenkt, dann sagt ein leeres Grab alleine ja noch überhaupt nichts aus. Das Grab ist leer. Das könnte zig Gründe haben.
Das Grab ist leer. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass die Frauen vor lauter Trauer, vor lauter Verzweiflung und Verwirrung zum falschen Grab gegangen sind. Okay, unwahrscheinlich, aber möglich. Das Grab ist leer. Das könnte auch heißen, dass jemand Jesus gestohlen hat. Vielleicht sogar die Jünger selbst. Das war nach Berichten des Evangelisten Matthäus die große Angst der Römer damals in Jerusalem und deshalb ließen sie das Grab sogar bewachen. Und über Jahrhunderte hatten Leute, die mit dem Christentum nichts anfangen können, genau das vermutet. Jesus wurde eben von seinen eigenen Leuten gestohlen und irgendwo verscharrt. Das Grab ist leer. Das könnte ja aber auch heißen, dass irgendjemand ganz anderes Jesus weggeschafft hat, um so den trauernden Jüngern sogar noch den letzten Trost zu nehmen. Noch nicht einmal richtig trauern können sie dann. Eine letzte Demütigung für die Anhänger des sogenannten Retters der Welt. Denn wie wichtig es ist, einen Ort der Trauer zu haben, das zeigt sich ja zum Beispiel auch daran, wie intensiv nach Vermissten gesucht wird, damit die Verwandten wenigstens einen Ort zum Trauern und zum Abschied nehmen haben. Das Grab ist leer. Dieser Satz ist also für sich genommen noch kein wirklicher Trost. Und so findet sich im Johannesevangelium auch eine Ostergeschichte, die genau von dieser Verwirrung der ersten Osterzeugen berichtet. In der Schriftlesung haben wir diese Geschichte gerade gehört. Das Grab ist leer, so wird auch dort berichtet. Aber zunächst kapiert irgendwie niemand irgendetwas. Maria von Magdala, die sieht nur, dass der Stein weggewälzt ist. Im Johannesevangelium ist auch kein Engel da, der ihr das alles erklären würde. Maria von Magdala ist auf sich allein gestellt. Sie sieht den weggewälzten Stein, mehr nicht. Das Grab ist leer. Jesus ist weg. Das ist alles. Am Ostermorgen ist Maria nun das Letzte genommen, was sie noch hat. Der Ort ihrer Trauer ist nicht mehr da. Der Ort, an dem sie weiterhin zu Jesus kommen wollte, ist zu einem leeren Ort geworden. Maria kann diese Entdeckung nicht für sich behalten, sie muss sie mit irgendjemandem teilen. Zu wem sonst als zu Petrus und zu seinem Lieblingsjünger Jesu sollte sie da gehen? Diese beiden hatten doch eine besondere Beziehung zu Jesus, sie standen ihm ganz besonders nah. Und diese beiden, die laufen los. Beide sind entsetzt, das Grab ist leer, da müssen wir hin. Die beiden ganz unterschiedlichen Jünger laufen los und sie laufen um die Wette. Der eine, Petrus, der Chef der Jünger sozusagen, der von Anfang an dabei war, der viel mit Jesus erlebt hat. Und dann der andere Jünger, der Lieblingsjünger Johannes. Die besten Männer, die Jesus hatte, die laufen los. Und nebenbei einen kleinen Ausflug in die Kunstgeschichte. Es liegt wohl genau an dieser Auferstehungsgeschichte vom Wettlauf zum Grab, dass Petrus auf Bildern meist etwas älter und auch ein bisschen dicklicher dargestellt wird, denn er verliert ja diesen Wettlauf. Er kommt zwar als Zweiter an, nach dem Lieblingsjünger, der meist als sehr jung dargestellt wird. Diese beiden herausragenden Jünger, die stehen jetzt am Grab, und die schauen belämmert in die Grabhöhle. Johannes, er war schneller, aber er bleibt an der Tür stehen. Petrus, mutig und stürmisch wie immer, geht ins Grab hinein. Petrus zögert nicht, wie der Lieblingsjünger, direkt in die Grabkammer hineinzugehen. Er will mit eigenen Augen sehen, was da passiert ist. Und er sieht nichts. Der Leichnam ist verschwunden. Und man kann sich die Panik in Petrus vorstellen. In seiner Panik sieht er zwar, dass die Leinentücher ordentlich zusammengelegt sind, aber ihm fällt nicht auf, dass das doch eigentlich merkwürdig ist. Wieso sollte ein Dieb sich die Mühe machen, Jesu Leichnam erstmal aus den Leinentüchern auszuwickeln und die dann auch noch ordentlich zusammenzulegen? Das wäre doch total unlogisch. Natürlich wäre das unlogisch, aber was ist schon nach menschlichen Maßstäben logisch an diesem alles verändernden Morgen? Petrus denkt auch nicht mehr an das, was Jesus oft gesagt hat, nämlich, dass er wiederkommen wird, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Einmal hatte Jesus gesagt, ihr habt nun Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen.
Keiner von diesen drei Menschen, die am Ostermorgen am leeren Grab stehen, denken an diese Worte Jesu. Alle drei blicken auf das leere Grab und sehen ins Leere. Keinem kommt der Gedanke, hat Jesus nicht damals davon geredet, dass er auferstehen wird? An all das denken Maria und die Jünger nicht. Selbst diese beiden Jünger nicht, die doch so viel von Jesus wissen, so viel mit ihm erlebt und so viel von ihm gelernt haben. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum diese Geschichte erzählt wird. Ostern, die Auferstehung, das ist so wunderbar, so einzigartig, so weltverändernd, dass selbst die engsten Vertrauten erstmal eine Weile brauchen, um dieses Wunder zu verstehen und zuerst einmal kopflos durch die Gegend laufen. Und auch zwei andere Jünger, die dem Auferstandenen begegnen, laufen stundenlang mit diesem Fremden bis in das Dorf Emmaus, lassen sich von ihm nochmal alles erzählen und nochmal alles erklären, bis sie Jesus, den Auferstandenen, am Schluss dann endlich erkennen. Selbst die, die Jesu Ankündigung gehört hatten, dass er sterben muss und nach drei Tagen auferstehen wird, sind vor den Kopf gestoßen. Und bei den ersten engsten Jüngern, die da zum Grab rennen, sind die Füße schneller als der Kopf. Sie stehen vor dem Grab, aber begreifen können sie das nicht. Sie sind einerseits kopflos, andererseits überwältigt. Sie müssen das Wunder erst langsam erkennen und auf sich wirken lassen. Weltverändernde Dinge brauchen ihre Zeit. Und vermutlich ist Jesus gerade deshalb in so unterschiedlicher Weise seinen Jüngern immer wieder erschienen, damit sie begreifen, erkennen, verstehen und glauben können, was da geschehen ist. Ich finde es tröstlich zu hören, dass bei den ersten Zeugen der Auferstehung eben nicht alles locker und einfach ist. Nein, auch sie haben länger gebraucht, bis sie begriffen haben, was an Ostern geschehen ist. Wir Menschen, wir sind so. Manchmal sind die Füße schneller als der Kopf, manchmal hinkt das Herz hinterher. Den Jüngern und den Frauen am Grab ging das so und sicherlich geht es uns oft ganz genauso. Wir haben den Auferstandenen nie gesehen. Wir sind auf die Berichte der ersten Zeugen angewiesen. Und oft nehmen wir diese Berichte als altbekannt und selbstverständlich hin. Schon wieder einer auferstanden, hatte der Junge in der Geschichte am Anfang eher so nebenher festgestellt. Ja, ich denke, das ist eine Gefahr, dass wir die Berichte von Ostern als selbstverständlich und altbekannt hinnehmen. Aber es gibt auch das andere, dass wir genauso kopflos dastehen und überhaupt nichts begreifen, wenn wir zum Beispiel am Grab eines geliebten Menschen stehen. Und darum ist es gut, sich daran zu erinnern, dass auch die ersten Jünger nicht den ganzen Ostersonntag mit breitem Grinsen und verzücktem Gesicht herumgelaufen sind, dass auch sie eine Zeit gebraucht haben, um das alles zu verstehen. Und es ist gut, dass wir auf unseren Gräbern Kreuze aufstellen, damit wir, wenn wir einmal ins Leere, in die Traurigkeit blicken, uns an all diese Berichte erinnern können. Das Grab ist leer. Jesus steht plötzlich als Auferstandener mitten unter den Jüngern. Und dann? Dann können uns diese Geschichten neu begeistern, so wie sie mit etwas Verzögerung auch die Jünger begeistert haben. Und dann braucht es keinen Wettlauf zwischen den Jüngern mehr, denn am Ende, da hat es jeder kapiert. Die einen früher und die anderen eben ein bisschen später. Amen. Thank you.
Wir beten gemeinsam für diese Welt. Jesus Christus, wir danken dir für das Wunder des Ostermorgens. Wir danken dir für das Licht, das du in die Dunkelheit unserer Erde gebracht hast. Und darum bitten wir dich, lass es Ostern werden für alle Menschen. Lass dein Licht leuchten, wo auch immer Menschen im Dunkeln stehen. Mach es hell, wo Menschen traurig und verzweifelt sind. Mach es hell, wo sich Menschen einsam und alleingelassen fühlen. Mach es hell überall auf der Welt, wo Menschen unter Krieg und Gewalt, unter Ungerechtigkeit und Chancenlosigkeit leiden. Noch immer gibt es auf dieser Erde viel zu viele Menschen, die meinen, sie wären die Herren dieser Welt. Lass es nicht zu, dass sich Menschen über dich stellen und diese Erde in ihre Hand nehmen und damit immer mehr Not und Unrecht anrichten. Du alleine bist König und Herrscher und niemand sonst. Lass uns Botinnen und Boten deines Lichtes sein, dass wir mithelfen und mitbauen an deiner neuen Welt, die mit Ostern ihren Anfang genommen hat. Und gemeinsam mit unzähligen Christinnen und Christen auf der ganzen Erde beten wir gemeinsam, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. An dieser Stelle, kurz vor dem Ende des Gottesdienstes, ein herzliches Dankeschön an Vincent Eising-Boyny, der uns heute wieder am Klavier begleitet hat und uns sozusagen musikalisch auf die Osterzeit, auf die richtige Osterzeit eingestimmt hat. Und falls Sie es noch nicht entdeckt haben, es gibt heute auf unserer Internetseite noch einen anderen Filmgottesdienst, einen Familienfilmgottesdienst mit der Kinderkirche. Und in diesem Filmgottesdienst, da geht es nicht nur um den Osterhasen, sondern da kommt auch noch ein anderes, ganz besonderes Ostertier vor. Mehr verrate ich nicht. Schauen Sie, ob Sie den Film entdecken und dann viel Spaß vielleicht heute Nachmittag oder morgen am Ostermontag mit diesem Film. Alle aktuellen Infos und wie es auch weitergeht in den nächsten Wochen finden Sie auf unserer Homepage. Oder Sie rufen einfach bei uns im Pfarrhaus an, jederzeit, und fragen dort nach. Gleich nach dem Segen gibt es noch einmal Musik, und zwar diesmal das Lied Nummer 121 aus dem neuen Gesangbuch. Und in diesem Lied heißt es unter anderem: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Erde verändert ihr altes Gesicht. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Erde lebt auf und wird Licht. Ein Wort von Gott gegeben tut Herz und Seele gut. Unfassbar die Güte, von der wir leben, gegen alle Angst macht sie uns Mut. Ihnen allen frohe und gesegnete Ostern und hoffentlich bald in irgendeiner Weise ein Wiedersehen. Frohe Ostern. Auch ich wünsche Ihnen frohe Ostern und einen gesegneten Ostertag. Und so geht hin in diesen Sonntag unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.